Was geht, Leute? Der Thales hier. Ich war wieder für euch in der Welt von Elden Ring unterwegs und habe 10 Tipps und Tricks zusammengetragen, die ich gerne mit euch teilen würde. Und das Ganze gibt's natürlich wie immer nach dem Intro. Wie ihr wahrscheinlich wisst, sind Skelettgegner von physischen Angriffen nicht besonders beeindruckend. Sie fallen zwar zu Boden, stehen aber nach kurzer Zeit wieder auf. Das Ganze sieht aber anders aus, wenn man eine Heiligwaffe benutzt. Durch den Heiligschaden wird der Gegner sofort vernichtet und kann nicht wieder aufstehen. Ihr kennt bestimmt alle diese ekligen Giftklopse, aber wusstet ihr schon, dass sie selbst gar nicht so gut auf Gift reagieren? Immer vergiften und die Party kann beginnen. Das gleiche gilt natürlich auch für die riesigen Versionen, die man in Caelid und in der Klamm finden kann. Für den nächsten Tipp müssen wir zuerst zu der Hütte des abgeschiedenen Händlers in Caelid. Bei ihm kann man für 1200 Runen die bestienvertreibende Fackel kaufen. Normalerweise sind diese Wölfe aggressiv, aber wenn man die bestienvertreibende Fackel in den Händen hält, dann sind sie plötzlich nicht mehr so mutig. Das gleiche gilt auch für ihren großen Geschwister in Caelid. Mit der Fackel kann man sie gut auf Abstand halten. Ich habe das Ganze auch an einer Löwenbestie getestet, die war nicht besonders beeindruckt von dem Feuer. Wie wirksam die Fackel gegen Wölfe ist, haben wir jetzt herausgefunden. Aber wusstet ihr schon, was passiert, wenn man einen Minenarbeiter damit schlägt? Wart ihr schon mal an diesem Ort? Hier lümmeln einige Gegner rum, die es eigentlich gar nicht wert sind, sie zu töten. Bis auf einen. Wenn man diesen Typen tötet, verwandelt er sich in einen Runenbären. Und wenn man den Runenbären erledigt, bekommt man eine Larventräne. Die Larventräne kann man später dazu benutzen, um seine ausgegebenen Skillpunkte neu zu verteilen. Man sollte sich niemals von Fremden in den Arm nehmen lassen, es sei denn, man kennt die Konsequenzen. Wusstet ihr schon, dass man durch die Umarmung von 4-5% des Maximallebens verliert? Man kann den Debuff jedoch in einen Buff verwandeln, indem man den Segen des Firmaments benutzt. Dieser erhöht für kurze Zeit das Gleichgewicht. Als nächstes folgt ein Trick, der mir schon einige Male das Leben gerettet hat. Die Rede ist natürlich von dem Regenbogenstein-Trick. Wenn man einen dieser Regenbogensteine die Klippe hinunterwirft und er bleibt ganz, dann überlebt man den Sturz. Wenn der Stein jedoch zerspringt, ist der Sturz tödlich. Viele von euch wissen das wahrscheinlich schon, aber ich will es nur nochmal gesagt haben. Diese Stürme kann man nicht nur dazu benutzen, um weiter nach oben zu kommen. Nein, man kann durch sie auch sicher nach unten gelangen. Es gibt jedoch noch eine andere Variante. Wenn das Timing stimmt, kann man mit einem geschickten Backstab den Fallschaden komplett ignorieren. Dieser Trick wird gern von Speedrunnern benutzt, um ganze Areale einfach zu skippen. Zu guter Letzt noch ein Tipp, der die diversen Giftpfützen im Spiel betrifft. Lasst euch ja nicht einfallen, durch diese Giftpfützen zu rollen. Dadurch werdet ihr von Kopf bis Fuß in das Gift getaucht und das beschleunigt die Vergiftung nur. Und auch wenn ihr dann nicht mehr im Gift steht, werdet ihr trotzdem weiter vergiftet. So, und das waren jetzt auch schon meine 10 Tipps und Tricks. Falls ein Tipp dabei gewesen ist, den ihr noch nicht kanntet, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben und helft mir so, das Video mit möglichst vielen Leuten zu teilen. Falls ihr noch weitere Tipps und Tricks auf Lager habt, dann schreibt ihr doch gerne in die Kommentare und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin, bleibt gesund, euer Thales.